Abend, ein neues Video basteln mit Charlie und zwar eine Handyhülle. Ich habe heute vor, mir eine Handyhülle zu machen. Kenne ich bei YouTube, habe ich mir schon einiges so anguckt. Auch bei Pinterest habe ich mir da Anregungen geholt, aber irgendwie war da jetzt nicht das Passende bei, weil viele halt hinten die Hülle machen und ich würde sie halt gerne vorne auf der Klappe machen. Ich werde die dazu benutzen. Um mir das erstmal raufzulegen, dann werde ich es mir immer abmachen, backen und dann zum Schluss raufkleben. Und ich wollte euch einfach mal dran teilhaben lassen und könnt mir gerne zuschauen. So, und zwar zu den Farben. Einmal habe ich dieses von, ich weiß gar nicht, ob das von Cernet war, ich glaube nicht. Na, was ich halt schon öfters genommen habe, ist so eine Art, also hieß Blossom. Und es ist wie so ein ganz, ganz helles, nee, ganz, ganz intensives Rosa oder Pink, besser gesagt. Dann habe ich mir zwei Kugeln von diesem Neon gemacht. Das habe ich als Rest bekommen von jemandem. Dann habe ich mir nochmal so einen dunkleren Ton von, das müsste das sein, nochmal einen dunkleren Ton, also ein kräftigeres Pink. Dann habe ich mir ein helles Rosa genommen. Dann habe ich mir einmal so ein Anthrazit, so ein gräuliches angemischt für den Schnabel. Dann nochmal so ein ganz schwarzes für die Augen. Und das Stücke Weiß, was ja da am Schnabel dann vorm zwischen Schnute und Schnabel so kommt. So, davon möchte ich also quasi ein Flamingo machen, wer es jetzt noch nicht erkennt. Und aus diesen Farben werde ich dann mir noch ein paar kleine Blüten machen. Ich habe ja, mir diese Farben ausgesucht. Ihr könnt dann natürlich wieder wählen, was ihr möchtet. So, weil alles, alles, was ich jetzt heute dazu wieder benutze, sind einmal Molds. Ja, man kann Blumen auch selber machen, werde ich natürlich auch, dass ich ein paar kleine Röschen selber mache. Aber ich möchte halt so vielfältige Blumen drauf haben, also nicht nur Rosen, sondern auch anderes. Und ich finde einfach diese Form so schön, dass ich sie halt auch gerne benutze, wenn ich sie habe. Man kann es natürlich auch alles selber machen. Ich sage mir immer, ich bin Molds verrückt. Jeder hat ja so seine Laster, sage ich mal, beim Basteln. Eine möchten halt gerne, sage ich mal, Kawaii-Blöcke, andere haben gerne Stickers, andere haben gerne Stifte, andere haben gerne Radiergummis und ich bin halt total modverrückt. Und ich finde es halt auch immer schön und es ist halt auch ein bisschen, ich mache auch vieles selbst mit der Hand, aber es ist halt auch immer so eine kleine ja, Erleichterung, um einfach Blüten ganz filigran auszuarbeiten, was man ja, also was ich so mit der Hand nicht hinbekomme. Und ich möchte halt, wie gesagt, nicht nur Röschen haben, ich möchte auch andere Blumen haben. Von daher habe ich mir diese zwei Molds rausgesucht. Mein flexibles Messer habe ich wieder, hier mein spitzes Tool, dann hier meine Klinge und dann halt dieses von Professional, wo man dann auch zwei verschiedene Größen hat. Nehme ich halt auch immer gerne, um die Blumen dann so aufzuheben. Dann natürlich eine Handyhülle nach Wahl für euer Modell und Feuchttuch. So, und zwar nehme ich mir zuerst dieses Pink, um dann diesen Flamingo daraus zu formen. Und zwar fange ich da an, mit einer Kugel zu machen, also dass es dann so oval nach oben zuläuft. Dann fange ich langsam an, mit meinem Finger eine Kuhle zu machen, damit ich dann hier so einen Knubbel habe. Also quasi ein Knubbel, dann wird es etwas flacher und dann halt noch so ein Knubbel. So, und das machen wir ganz dünn, so wie es uns denn gefällt. Ich sag mal, dass ich das so ganz gut finde. Und dann nehme ich mir das schon mal so rum, wie er sein soll. Ich muss das dann hier am Kopf auch noch ein bisschen, damit es dann auch sich formen lässt. So, da muss ich mal gucken, wie ich ihn haben möchte. Hier vorne möchte ich es ein bisschen schmaler haben, ein bisschen spitzer zugehend. Und dann biege ich und forme mir das so, wie ich das für schön empfinde. Halt mir das halt auch immer wieder ran, um zu gucken. Ja, ich wünsche auf jeden Fall, falls mir auch Männer zugucken,
Schönen Herrentag und den Frauen heute vielleicht einen schönen entspannten Ohne-Männertag. Und ja, ich bin auch heute ohne Gatte und habe auch gesagt, hier, zieh mal los, mach mal dein Ding. Ja, er ist halt auch noch kein Papa und ist dann halt immer so, dass es sein Tag ist, wo er dann mit seinen Leuten losmachen kann und auch über Nacht wegbleiben kann und ja, wo ich dann auch sage, das ist für mich in Ordnung. Weil sonst sind wir ja die meiste Zeit immer zusammen und naja, wo man sich halt austobt. Und das ist nicht anders als wie bei uns Frauen. Untereinander ist man ja auch anders, als man mit seinem Partner ist, sage ich mal, wenn man mit seinen Mädels loszieht oder so. Und von daher habe ich damit kein Problem. Ich weiß ja, wann er wiederkommt und das stört mich dann auch nicht so. So, ich habe mir jetzt mal ein Muster geholt, weil ich mir dachte, hä, warum will denn der Kopf nicht? Ich muss nochmal probieren. Ja. So, nochmal die Kugel machen. Dann machen wir das Ganze nochmal zur Spitze und dann ab einer bestimmten Stärke vorne so rollen. So, mal gucken, ob es jetzt besser klappt. Mir erstmal zurecht, wenn ich so rumlege. So, dann habe ich so umgeklappt und dann so. Jetzt ist es schon fast ein bisschen zu eng, aber es geht. Kommt das Auge dann ran und dann machen wir es vorne noch ein bisschen spitzer. So finde ich das schon ganz süß. Also jetzt habe ich die Form schon. Hier war er jetzt ein bisschen knubbeliger, aber wenn ich vorne da denn die Schnauze ranmache, dann geht das schon. Ich muss halt nur gucken, dass ich das schön eng anliegend mache alles, damit ich dann A, hier eine ordentliche Klebekante habe und dass es dann auch nicht ganz so wuchtig aussieht auf meiner Handyhülle. Ja, wenn man keine findet, muss man sich eine selber machen. Dafür sind wir ja Bastler, wa? Ja, ich fand das eine süße Idee. Ich stehe nämlich momentan total auf Flamingos. Ich weiß gar nicht warum. Aber das ist wahrscheinlich so phasenweise, so wie ich zum Schluss dann auch auf Einhörnern stand, als der ganze Jump schon vorbei war. Fand ich das mit den Einhörnern auch ganz süß. Naja, es klingt aber auch wieder ab. So ist nicht. So. Dann, wenn wir das haben, packen wir uns den schon mal ran und widmen wir uns den Schnabel gleich und dem Weiß. Und zwar drücke ich mir das jetzt einmal platt, nehme das mit meinem Messerchen auf und klatsche das an dem Schnabel ran. Und dann machen wir wieder hier so eine Tropfenform, dass es so ein Tröpfchen ergibt. Vorne schön spitz, gleichmäßig. Dann nehmen wir uns das Messer, gucken ungefähr, wie er aussehen soll. Achso, das Messer, nicht den Tool. Und dann schneiden wir uns das ab und legen uns das auch an. Der war jetzt zu. Dann machen wir uns das normal. Eine ordentlichen Breite. So ist das echt niedlich. Gefällt mir gut. Hier muss es ein bisschen weiter rüber. Das Weiß ist nämlich so. Das Weiß ist total weich.
Weil das ja in der, ich hatte es ja mir bestellt und da war es gerade so warm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn es überhaupt nicht mehr funktioniert, also als ob das nicht mehr richtig hart wird oder so. Also ist ganz komisch. Hatte ich so auch noch nicht. Sonst kenne ich es nur von anderen Kleesorten, dass die so irre weich sind oder halt von Fimo Kids. Da weiß man auch, dass es total weich ist. Aber das ist schon irre. So. Dann haben wir schon mal den Schnabel dran bei unserem Flamingo. Flamingo. Dann machen wir noch das Auge rein. Und da nehme ich mir das reine Schwarz. Ups. So, jetzt ist irgendwas runtergefallen. Jo. Ja, es zieht sich langsam zu. Ich hoffe, es gewittert nicht. Ich hasse ja Gewitter. Ich bin ja da total so ein Hasenfuß, was Gewitter angeht. Und wenn ich denn jetzt auch noch alleine heute bin. Uiuiuiui. Aber na gut. Muss durch. Aber meine Miesis, die passen schon auf mich auf. So. Das haben wir dann auch. So, nun können wir entweder mit dem Schwarz, wenn wir uns noch dieses Anthrazit, dieses ganz dunkle Grau nehmen, dass wir uns da so ganz zwei ganz gleich große Würstchen machen und uns die anlegen, so quasi als Fuß. Wartet mal, ich muss mal gucken, wie mir das gefällt, ob mir das überhaupt gefällt. So. Und dass wir uns dann den zweiten auch nehmen. Und da dann so ein Knickbein haben, also als wenn er dann quasi eins so. Ups, das ist zu lang. So, und dann eins so, dass das. So geknickt. Weiß noch nicht, ob es mir überhaupt gefällt, ob ich es dann gleich wieder abmache. Aber mal gucken. Nee, irgendwie gefällt mir das nicht. So, nehmen wir uns das nochmal auf. Und wieder so nebeneinander. Wie haben die denn ihre Knickbeine? Sieht irgendwie komisch aus. Wenn ich das unten abschneide, sieht das besser aus. Wenn ich das jetzt hier so einritze, also quasi als Dreieck mache. Ja, finde ich süßer. Ja, so finde ich schon besser. Hoppla, hoppla, hoppla. So. Ja, vorhin habe ich auch schon ein bisschen gebastelt. Da mache ich aber dann dazu ein separates Croft-Update, wo ich euch das dann nochmal zeige. So finde ich ganz süß. Sieht echt niedlich aus schon. Gefällt mir. So ein richtig schöner, süßer, aufgepluster Flamingo. Finde ich toll. So, dann widmen wir uns erstmal den kleinen Röschen, die ich dann so, weiß ich nicht, ob ich das als Rahmen mache. Ich weiß noch nicht genau. Ich werde mir erstmal ein paar Blumen machen, lege die mir dann alle hin und dann gucke ich, ja, wie ich das dann drapiere. Und zwar nehme ich mir dann erstmal ganz kleine Würstchen, schneide mir davon was ab, roll mir dieses zur Kugel. Dann mache ich die ganz lang. So in der gewünschten Stärke. Also ich will so ein paar kleine Röschen ringsherum haben. Dann drücke ich mir die platt. Mache ich mal ein bisschen ran, dass ihr seht, was ich hier von euch möchte oder was ich hier möchte. Von mir selbst, Entschuldigung. Dann nehme ich die Ecke hoch. Klappt das so um und gehe einfach so mit meinem Finger immer unten der Druck, also quasi hier der Druck auf das untere und ziehe die mir dann so rüber und dann habe ich hier so ein kleines,
So ein kleines Röschen. Ups. So. Variante 2, die ich euch zeige, ist, die habt ihr auch schon mal, falls ihr geguckt habt, bei die Bastelelfen. Da hat sie es auch so gemacht, wie ich es kennengelernt habe oder wie ich es mir auch schon mal angeeignet habe. Und zwar das gleiche Prinzip. Man rollt es aus, macht es ganz platt und macht dann so eine Kerben da rein. Je nachdem, da muss man gar nicht ordentlich mit sein. So, und dann gleiche Prinzip, einfach aufrollen und dann seht ihr das schon, wie die Kerben sich da. Dann schneide ich es hier ab. Zack, da sind wir ja rigoros. Und dann haben wir hier auch so ein, also das sind diese zwei Blütenvarianten. Einmal so und einmal. Na, komm her. Die will nicht. Einmal so und einmal so. So, von den beiden mache ich mal jetzt mehrere und dann, ja. Ach, ich lasse einfach laufen und ihr guckt mir zu. Ist ja nicht ganz so wild. Aua. Das war meine Kiste. Mache ich mir etwas größere noch. Dann mache ich mir noch die ganz große Mold. Jo, das war richtig schön. Heute mal frei. Ich habe schön gefrühstückt. Ja. So eine Tage braucht man auch, finde ich. Wo man sowas. Gestern war auch schön, war ich mit meiner Freundin unterwegs. Gestern Abend. Jo. Seit wieder das Wetter schöner ist, dann genießt man das auch wieder draußen zu sein und unternimmt was und so. Ja, am Sonntag ist Mutti-Tag, da ist meine Mutti auch da bei uns. Und da freue ich mich schon, was sie zu ihrem Geschenk sagt. Jo, habt ihr denn schon für eure Muttis zusammen? Heute habt ihr eure Papis beglückt, hoffe ich zumindest. Ich nicht. Ich habe aber geschrieben. Ja. Dann nehme ich jetzt mal das hellere Rosa. Ich bin schon ganz aufgeregt, wann mein Tauschpaket bei der lieben Tanja ankommt. Ich freue mich da auch schon so doll drauf, was sie dazu sagt. Was ich ihr da gezaubert habe, ob ihr das gefällt. Ja, ich finde es immer schön. Ich habe jetzt auch bald einjähriges YouTube bestehen. Da habe ich mit meiner besten Freundin auch schon was überlegt. Da werde ich wieder so ein Pauli-Kooperationsvideo machen, was ich denn so über das ganze Jahr, also über alles, was so in diesem Jahr passiert ist, handelt. Und dass ich da dann einiges zu sage, mir einiges zu raus schreibe. Ja, Highlights einfach. Ich finde alles toll, was in diesem, jetzt sind es ja, ist ja noch 2 Monate hin. Bin ja jetzt erst 8 Monate, wo ich YouTube mache, aber ich habe da so unendlich viele liebe und nette Personen kennengelernt. Und ja, ich habe mich auch anders kennengelernt. Ich kriege mich einfach viel schneller runter. Ja, man ist anders einfach. Es ist einfach anders. Also seit ich das Basteln so mache, so öffentlich und teile und so, ja, natürlich bin ich selbstkritischer geworden, das muss ich zugeben. Also, ja, ich habe dann schon manchmal so, wo ich denke, na, ob das überhaupt ankommt und ja, und nervig und. Aber im Endeffekt ist das bei mir immer noch die gleiche Einstellung, die es auch vor 8 Monaten war. Ich mache YouTube einfach für mich, weil es mir Spaß macht,
weil ich damit auch anderen vielleicht Tricks oder Tipps gebe, so wie es halt bei mir am Anfang auch war, dass man sich das halt gerne anguckt, wie derjenige das macht und wie derjenige das macht. Oder wenn man auch zu Hause einfach im Bett liegt, ich gucke unheimlich gerne YouTube, einfach nur um runterzukommen, um abzuschalten, wenn in der Glotze zum Beispiel nichts läuft. Dann brauche ich das auch extrem. Und ja, da gucke ich mir dann einfach an. Und ich komme dabei einfach runter und sammle dann vielleicht auch mal die ein oder andere Idee, die ich dann selber ausprobiere und so. Und ja, das macht mir einfach Spaß. Und ja. Also ob ich nun für mich alleine bastel oder das dann halt abfilme und wie gesagt, das dann mit euch teile. Das ist jetzt echt weich, das Zeug. Aber sieht ganz cool aus. Gefällt mir. Ja. Also mir hat YouTube unheimlich viel gebracht. Und ich bin da echt froh, dass ich das gemacht habe. Weil ich dadurch, wie gesagt, total liebe, nette Leute kennengelernt habe. Und da immer total dankbar bin für jedes Kompliment und für jede Anerkennung und so. Also, mein Kater mault. Weil sonst, wenn mein Freund da ist, wenn wir mal frei haben, dann hat er ja immer viel ja, Ausgang, sage ich mal. Also wir gehen ja dann immer zusammen mit ihm raus. Weil er von Anfang an halt Stubenkater war, weil ich hier genau, also die Straße ist befahrbar hier bei uns. Extrem. Und ja, ich habe da einfach zu dolle Angst, mein Tier alleine laufen zu lassen. Ist einfach leider heutzutage so, ne? Das ist. Es wird da oftmals, ja, man muss, das ist mir schon bewusst, dass man laut Gesetz ja auch nicht zu bremsen hat. Aber für mich ist das einfach so, ja, ich versuche immer vorausschauend zu fahren und hoffe auch, dass mir sowas Schlimmes nie passieren wird, dass ich irgendein Tier anfahre oder Mensch oder wie auch immer. Aber ich habe das halt, wie gesagt, schon einmal erlebt, wie einer da mit Vollgas über eine Misi rübergefahren ist und ja, und da war keiner hinter ihm. Und von daher will ich meine Tiere da auch irgendwo schützen. Und deswegen habe ich die halt immer drin und mein Scotty ist auch total verängstigt, also er ist so ein total Angsthase. Und wenn dem irgendwie was Angst macht, da hätte ich viel zu viel Angst, dass er dann irgendwie sich irgendwo verkriecht und nicht rauskommt oder so. Wie gesagt, ich bin da auch gebrandmarkt, weil mein Kater, also der Denver, der Schwarze, war ja auch schon mal weg. Ist also weggelaufen. Da habe ich noch woanders gewohnt und da ist er dann verschollen gewesen für 18 Tage. Und wenn man das erstmal erlebt hat, dann ja, gebe ich da ganz anders Acht. Und ich will einfach nicht an einer befahrenen Straße meine Tiere draußen wissen. Obwohl ich es total schade finde. Sie kommen ja raus, aber dann halt immer mit uns. Und daran haben die sich auch eigentlich recht gut gewöhnt. Aber wenn dann halt sonniges Wetter war oder ihr merkt, oh, die sind den ganzen Tag zu Hause, dann mault er und mauzt halt mehr, weil er dann ja Aufmerksamkeit, ne, dass er raus will. Und das sollte ja auch sein, Gottes Willen. Also mich stört es nicht. So, ich finde die Mischung schon ganz schön. Das wird gut passen zum Flamingo, glaube ich. Ich finde diese Mold hier so schön von der Rosa. Das werden wir jetzt auch noch mal in Neon machen. Dann werde ich noch ein paar kleine Rosen machen. Oh. Mal ein Geprügel da. Ja, jetzt ist total ruhig draußen. Vorhin war hier so viel Action. Fahrräder, Motorräder. So richtig mit Bollerwagen und Angeln und ach, alles Mögliche. Und jetzt
Richtig, kein Mensch mehr da. Müssen ja auch morgen wieder arbeiten, manche. Ich zum Bleistift. Oh, jetzt kommt. Jetzt kommt mein Kater. So, dann mache ich noch ein paar kleine Rosis. Einfach wieder rein. Und dann gucken wir mal schon, wie wir das Ganze drapieren. Ich nehme es ja, wie gesagt, wieder runter erstmal. Hier finde ich es ganz schön. Dann so vielleicht. Ups. Hoppla, hoppla, hopp. Dann so. Dann. Nee, hier ist blöd. So, finde ich ganz schick. Und dann möchte ich ja ein paar noch um den Flamingo haben oder an dem Flamingo. Ich nicht genau, wie ich es machen will. Jojo, Baby. Oder ich setze das hier rauf. Bibi, komm mal hier. Sieht schon echt krass aus. Doch da drunter so. Um ein Beinchen rum quasi. Eins hier so. So. Und so. Muss mal selber. Ich guck jetzt immer durch die Kamera, aber dann sieht es irgendwie anders aus. Ist zu fett. Gefällt mir nicht. Machen wir noch ein paar kleine. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde. Oder nicht. Doch hier oben rauf. Oder nur so ein paar Röschen. Eins, zwei. Ja, doch, ich glaube, ich finde es um das Füßchen viel niedlicher. Machen wir noch rasch ein paar. So ganz kleine, zarte. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr Stubentiger habt oder ob ihr halt kleine Freigänger habt. Wie ihr das zum Thema Katzen so handhabt. Ich meine, bei meinen Katzen ist jetzt auch einfach zu spät. Ne? Der ist 11 und 6. Da ist das sowieso nicht so, obwohl er sich im Moment total für den Straßen, also für die Straße vorne interessiert. Und wir da immer extrem dabei sein müssen, weil er halt echt gerne jetzt mittlerweile schon vorläuft. Aber
Er hat halt auch gar keine Angst vor Autos, ne? Das merkt man richtig. Also er war schon einmal bis zum Tor vorne und hat sich da gar keine Rübe gemacht. Also das, weil er es halt nicht kennt, ne? Und mit 11 irgendwas kennenlernen, ja, ist so, als wenn ich mein Opa nochmal am Handy beibringen wäre. Also ich finde, das ist so. Klar lernen die in dem Alter auch noch, das ist klar. Aber ich sehe es ja auch beim Tagestraining, also hier mit meinem Tagesstick. Dass der Kleine das halt anders aufnimmt als der Große, ne? Also er ist sowieso von der Art her total stur, also so richtiger Sturbolzen, ne? Er macht immer nur das, was er für richtig hält. Und wenn er da gar keinen Bock drauf hat, dann zeigt er eines auch voll und ja, ist da schon so eigenwillig und stur, sage ich mal. Mein Großer, ja. Und mache ich das denn jetzt hin? Mache ich vielleicht doch noch einen Flügel mit der Farbe? Oder ich mache einen Flügel mit der Farbe? Also da nehme ich mir einfach das hellere jetzt. Roll mir das Ganze zur Kugel und mache dann wieder eine Tröpfchenform und drücke dann nur auf den hinteren Teil so glatt, dass ich dann quasi so einen Flügel habe. Und den biege ich mir dann so hin, wie ich ihn schön finde. Und dann strukturiere ich mir das einfach mit dem Pieker. So, dass man da so eine Haarstruktur erkennt. Und biegt mir den dann einfach so hoch, dass er den so quasi am Poppes so zu hat. Und dann mache ich mir die Blüte einfach da so hin. Ja, was mache ich denn jetzt noch? Finde ich, reicht schon fast. Nicht, dass es zu überladen wird. Ich finde das so eigentlich ganz süß. Kann man halt noch ein bisschen Glitzer nehmen. Aber ich will gar nicht, dass es glitzert. Ich mache den mal ein bisschen weiter runter. Ja, das Ganze nehme ich jetzt wieder ab, packe es mir auf meine Backform, backe dieses dann bei 110 Grad für eine halbe Stunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da. Wenn nicht, dann natürlich auch. Obwohl mir da mal den brennend interessieren würde, was ich verbessern könnte. Das wäre für mich dann immer mal so ein Anreiz, wenn einem meine Videos nicht gefallen, was vielleicht besser gemacht werden kann. Ob ich es dann im Endeffekt umsetzen kann, das weiß ich nicht. Aber es interessiert mich halt auch, ne? Ist ja nicht nur, dass ich mir immer Lob einkassieren möchte. Ich möchte halt auch wissen, wo ich vielleicht noch Verbesserungsmöglichkeiten habe. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Männertag, also ausklingenden Männertag. Ja, dass ihr entspannt seid und Spaß habt und vielleicht auch bastelt, so wie ich jetzt. Und ja, wir sehen uns spätestens beim Minecraft-Update. Tschüss, ihr Lieben!